Liebe Bundesbürger, ich bin Clara Schumann und freue mich, euch in Kürze wiederzusehen. Am 1. Januar 2002 wurde ich dank Helmut Kohl aus euren Geldbörsen geraubt. Aber so viele Bürger haben mich über 10 Jahre lang unter ihren Kopfkissen gewärmt. Dann kam die Angela Merkel. Gott sei Dank. Sie gab sich die größte Mühe, den Euro zu vernichten. Schon die Experten sehen eine 90% Chance für den Euro-Crash. Die größten Sorgen machen sich nicht einmal die marktnahen Bankökonomen, die traditionell näher an der Stimmung an den Finanzmärkten dran sind. In dieser Frage sind es vielmehr die Experten aus den Forschungsinstituten, die besonders alarmiert sind. Gustav Horn, Chef des gewerkschaftsnahen IMK, sieht die Wahrscheinlichkeit eines Euro-Austritts eines Landes bei 50% und Kai Carstensen vom EU-Institut setzt das Risiko bei 25% an. Extrem schwarz für die Zukunft des Euro sieht Joachim Scheide, langjähriger Leiter der Prognoseabteilung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Er veranschlagt das Risiko, dass die Eurozone in einem Jahr nicht mehr in der heutigen Zusammensetzung existiert, auf 90%. Wir steuern jetzt auf einen Punkt zu, wo die Kapitalflucht vielleicht nicht mehr aufzuhalten sein wird, sagt Scheide. Ich sehe nicht, dass sich die Regierungen Europas auf Lösungen verständigen können, die den Zusammenbruch noch aufhalten könnten. Fatal sei es gewesen, dass man im Frühjahr 2010 nicht eine umfassende Stadtpleite Griechenlands im Euro zugelassen habe und nun ein Nexus aus Pleite und Euro-Austritt hergestellt wird. Dieser Zusammenhang sei nicht hilfreich und nicht notwendig. Nun fürchteten immer mehr Sparer in anderen Ländern um den Euro. Der Bankrun in Spanien sei eine Folge. Ich fürchte in Kürze eine Zuspitzung, die auch Deutschland in den Strudel ziehen wird. Also, meine lieben Bundesbürger, auf ein baldiges Wiedersehen. Eure Clara Schumann. Der Huni.